Einen wunderschönen. Hallöchen. Na, alles gut? Ja, so look, you know. Alter, ich hab das Diana Game allein. Ich glaube, wir waren irgendwie 4000 Gold behind oder so. Das sah nicht so spaßig aus. Aber so In dem krasse Diana Game Comebacks. davor. Ja, Oder ja. wie? Ach, das. Ja, das war hart, aber ja, wird. Ja, da war auf jeden Fall waren ein, zwei nice Holds dabei, ja. Ja. Und gegen Envy zu verlieren, kann dein Stolz ja wahrscheinlich auch nicht mit dir vereinbaren, oder? Korrekt. Korrekt. Wie läuft es bei dir so? Ganz gut. Ich habe das erste Game gewonnen im Master Promo. Ich stand 13-1. Dann wurde es doch mal ein bisschen eng, weil mein ADC deceived war. Oh, shit. Ja, aber Aber ihr habt es der. geschafft. Ja, da war nur ein Fight deceived. Aber du musst dir vorstellen, du bleibst AFK stehen in Vision der Gegner. Und dann hörst du nur das Klett-Ult-Geräusch. Und denkst dir so, oh fuck. Ja, aber sonst ist ganz nice. Also, ich spiele eigentlich quasi nur Nocturne. Ist Du halt. spielst nur Nocturne. Ja. Was mit Morgana und Diana passiert? Diana habe ich noch einmal probiert und dann hatte ich echt Angst um meinen Account, weil die Angst hat, der Report auf Dauer dann doch gefährlich ist. Und Morgana spiele ich halt, wenn der mit deiner AD spielen will. Ja. Aber ist auch fast jedes Game banned. Also müsste ich Okay. quasi hover, damit mein Team ist schon nicht banned. Aber ich bin auch nicht so Ah. böse drum. Okay. Ich habe das Gefühl, die meisten Midlaner spielen auch AP, also. Oder haben zumindest irgendwas im Angebot. Und in einem Game war quasi Morgana banned und ich musste AP spielen, dann habe ich Karthus gespielt. Das war auch fein. Aber ja, also ich glaube, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man Karthus mainen kann oder so. Also ich habe mich schon aktiv gelangweilt während des Spielens. Ich meine, Karthus ist halt, du hast halt einfach Schaden und sonst nicht so viel. So, that's it. Du hast, finde ich, aber auch weniger Entscheidungen gefühlt, also. Stimmt auch, ne? Fand ich jetzt nicht so nice. So, was ist der Plan jetzt? Mein Plan wäre jetzt, also wir haben verschiedene Aspekte, die wir heute machen können. Ne? Wir haben ja schon ganz kurz drüber geschrieben gehabt. Also ich würde einmal, dass das Agurin ist in meinem Kopf, du bist blindfolded, das würde ich gerne einmal machen. Okay. Einfach um zu schauen, ob du es wirklich drauf hast. Das Ja. würde ich aber lieber auf meinen Smurf machen als in meiner Master-Promo. Das Ding ist, Ja. es funktioniert besser, wenn die Gegner halt besser sind, ne? Ach Weil die so. kann man halt predikten. Oh, so Aber, meinst du das? also von mir ist, ich werde es auch hinkriegen gegen Spieler, die schwieriger zu predikten sind, aber geht, also wird Ja. schon gehen. Ja, Wie ich du willst. verstehe. Ja. Ich habe noch nicht so viel Vertrauen in deine Ja, Blindfold. okay, dann machen wir es auf dem Stream, kein Ja, Problem. das ist ja okay. Dann haben wir die Masterprobe, die können wir natürlich spielen. Das ist gar kein Ding. Vor allem, weil ich auch. Also mittlerweile. Ich habe quasi, also ich habe ein bisschen adaptiert. Ich kann ja erstmal generell erzählen, was ich aktuell immer mache. Ne? Ich mache mit Nocturne quasi immer in 5 Camp Clear. Okay. Eigentlich immer von Top to Bot. Weil ich habe quasi, ich spiele jetzt Jungle jetzt seit 2 Wochen. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, ist, dass dann Botlaner sind fucking Psychopathen. Also es ist beyond. So, ich habe noch keinen, also Toplaner, jedes 20. Game habe ich einen, der wütend ist. Und dann Scheiße spielt. Aber wenn ADCs gegankt werden und ich bin Topside, fucking Armageddon. Ist komplett over. Die sind komplett durch. Das heißt, ich habe einfach für mich beschlossen, ich frage immer den Toplaner, hey, are you okay with weak side? Wenn er sagt ja, sage ich nice, I will play bot side. Wenn er sagt no, I wanna play strong side, sage ich not my problem, I play bot side. Und dann spielt er trotzdem weak side. Okay. Und dann renne ich Botlane rein. Und quasi, ich mache Aha. 3-15, mache ich nicht die Bot side Krabbe in den meisten Fällen, sondern gank einfach rein. In die Botlane. Die stehen eh immer wie offen Holland. Also, wenn ich jetzt, sag ich mal, ich habe einen Nautilus, ne? Dann würde ich 3,15 quasi Botlane ganken. Wenn ich jetzt eine Zyra-Support habe oder so, habe ich ja eh Prior, nimm die Krabbe bei 3,15 und schau dann halt, was geht. Okay, ich würde damit, also tatsächlich ist es überhaupt nicht das, was ich machen würde. Ja. Aber von mir können wir es mal anschauen. Ja, dann, wir können es ja einmal testen. Ja? Ich bin gerade auf Ja. einer 7er Winning Streak. Ich bin frohen Mutes. Auf deinem Main. Auf meinem Main, ja. Alles im Jungle. Ausschließlich Jungle, ja. Okay, Ich crazy. habe ein bisschen Respekt verloren. Vor was? Ja, nee. Vor dir Jungle. Aber Ach das ist ein anderes Thema. so. Wie haben wir das eigentlich letztens gemacht? Habe ich dir meinen Screen geshared? Nee, Nee, ne? ich habe dir meinen Screen geshared. Ja, Kriegst genau. du jetzt meinen Screen?
Ach so, ich würde einmal kurz ins Practice-Tool gehen, um zu schauen, ob ich das ein bisschen hinkriege, dass es bei dir weniger leckt, weißt du? Ach so, ja, let's do that. Ja. Weil dann, ja, das sah ja echt ein bisschen kacke bei dir aus. So. Jetzt bin ich gespannt, ob der hier aus Discord automatisch wechselt. Das Ding ist, also bei mir wird es, glaube ich, nicht länger. Es wird, glaube ich, im Stream im Endeffekt lecken, denke ich. Aber mal schauen. Ja, aber müsste es nicht. So, warte mal. So, wie sieht's jetzt aus? Warte, ich bin noch nicht ready. Welcome to Summoner's Rift. Ich kann mal schauen. Das Problem ist halt, dass beides über denselben Encoder läuft. So. Okay. Ja, es ist schon laggy. Ist laggy? Ist schon laggy. Ja, warte, ich. Weil dann ändere ich mal das hier, warte. Oh, sorry. Das war eigentlich nicht mein Plan, aber. So, was ist jetzt? Das jetzt besser aus? Schlechtere Quali, aber nicht mehr laggy, ja. Ja, also das ist jetzt quasi 720p, aber halt auf 60 FPS. Würde mir mehr gefallen, ja. Ja? Ist halt schlechtere Quali, aber die snackt es nicht, ja. Also ich kann, warte, es gibt noch eine andere Einstellung, die kann ich auch nochmal probieren. Alter, ich bin einfach zu dumm zu canceln. So, das gibt's auch noch. Leckt das? Schon. Ja? Kannst du irgendwie einstellen, dass man den Mauszeiger sieht? Ich denke schon. Hey, du siehst meinen Mauszeiger nicht. Nee. Ich weiß auch nicht warum, weil das ist ja eigentlich deine Ingame-Szene, oder nicht? Ja. Warte, vielleicht gibt's noch. Achso, aber hast du Sound? Ja. Okay. Sound ist nice. Vielleicht ein bisschen leise. Achso, ja, das hatte ich ja. Ah, ja, ich erinnere mich. Den Sound quasi lauter gemacht. So. Ja, ich glaube dann. Oder willst du es mal probieren, vielleicht deinen Screen zu scheren, statt das Game? Ja, aber dann hast du keinen Sound. Ach ja. Also ich glaube, es gibt quasi die Option. Ohne Mauszeiger. Oder die andere Option ohne Sound. Lass einfach die 720p ja. Option nehmen, ja. Einfach ein bisschen weniger Quali. Okay. Dann gehe ich hier einmal raus. Ja, sorry, ich werde mal gucken, ob ich das irgendwann irgendwie angepasst kriege, aber es scheint. Vielleicht gibt es ein anderes Tool, was man nehmen kann? Ich weiß nicht. Also, ich glaube, was man machen könnte, ist quasi, dass ich. Also, es gibt zwei Encoder. Der eine läuft über CPU und der andere halt über GPU. Ach nee. Not this again. Kann ich jetzt nicht queuen. Und quasi Discord läuft über die Grafikkarte und ich streame über OBS auch über die Grafikkarte. Und ich glaube, wenn ich quasi über OBS sagen würde, yo, nimm mal den Prozessor, vielleicht würde es dann laufen, weil im Endeffekt leckt das, glaube ich, nicht über meine Internetleitung, sondern es leckt wirklich darüber, ja, dass der PC das nicht merkt. Achso, du glaubst also gar nicht, dass es an Discord liegt? Nee, ich glaube nicht, weil wenn ich den Stream jetzt ausmache, kriegst du crispy, clean, 1080p, 60 FPS. Okay. Also ich glaube, es liegt im Endeffekt an meinem PC oder an meinem Setup. Aber ich habe jetzt nochmal ein bisschen Versuch gehabt, aber so viel mehr ging leider nicht. Machen wir dann eine Runde so normal und dann eine Runde blind? Ja, würde ich sagen, oder? Oder wie viel, ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, aber dann machen wir es so. Dann gehe ich mal in die Queue rein, ne? Ich werde einfach, ne, spielen. Ich werde dir ein bisschen erklären, was ich vorhabe. Wenn du disagreest, hau gerne immer rein, ne? Ich disagree schon eigentlich jetzt mit deinem ganzen Gameplan. Also du, ja, okay. Das Ding ist, es ist halt eine Strategie, wenn du das jedes Game machst, es wird wahrscheinlich oft funktionieren, aber du beschränkst dich halt komplett damit, ne?
Du bist ja ultra unflexibel, wenn du jedes Gegner dasselbe machst. Ja, ich meine, ein bisschen flexibel bin ich ja schon, ne? Also ich würde es ja jetzt nicht auf Teufel komm raus machen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich bei einer Botlane so gewisse Bedürfnisse halt erfüllen muss, ne? Aha, hast du das Gefühl, dass du für Strongside, Topside spielen kannst, ohne dass du Botlane absolut Mental Boom hast? Und jetzt nicht, wenn du Khan Toplane hast. Mich jucken mentale Zustände nicht. Aber wie climbst du denn? Das ist ja insane. Weil mentale Zustände nichts mit dem Spiel zu tun haben. Ja, aber die rennen ja runter. Nein, tun sie ja nicht wirklich. Die sterben an Ganks und so, aber ich meine, der gegnerische Toplane wird ja wahrscheinlich auch an Ganks sterben. Ja, du hast also einfach mehr Vertrauen in Botlane als ich. Ja. Also ich versuche Gefühle, so gut es geht, auszuschließen. Auch von meinen Teammates natürlich. Ja, da bin ich in einer ganz anderen Richtung unterwegs, muss ich sagen. Ja, okay. Ich versuche mich sehr stark nach den Gefühlen meiner Mitspieler zu orientieren. Ja, gut. Also jetzt zum Beispiel Tristana, denke ich mir, boah, wenn ich jetzt Topside spiele, so eine 20-0 Tristana wird schwer zu handeln. Weißt du, was ich mir denken würde? Vor Level 6 kannst du die nicht anfassen, nicht mal annähern. Ja. Ich meine, mein Spielstil. Und nach Level 6 wird sie auf jeden Fall mit Flash ankommen. Das heißt, du wirst mindestens 2 Ultis brauchen. Oder halt, also ich meine, es könnte natürlich sein, dass sie random stirbt oder Flash verliert oder so, dann geht's aber. Bisher sieht das für mich jetzt nach einer Topset aus, einfach nur wegen Tristana. Ja, und eine Vayne macht mich jetzt auch nicht extremst glücklich. Na gut, ich meine, Flash kann auf jeden Fall schon mal helfen. Ja, ist auch hinten raus geil. Ich finde es sehr angenehm. Ich hätte gerade auch wieder im Flash-Game so mit der Nock-Ul reinzuspringen und einen Way-Out zu haben. Ist schon sehr angenehm. Mhm. Also ich meine, okay, das wiederum spricht extrem für Botlane. Weil du mit, also Thresh gegen Lulu, Tristana, ich glaube, die Lulu ist immer tot. Und wenn der Thresh gut genug ist, die Tristana zu canceln, dann ist die Tristana auch gut. Mhm, ja. Du gehst immer von optimalen Plays aus einfach, oder? Von den wahrscheinlichsten Plays, ja. Ja, es ist ja schon ein Unterschied, ob wahrscheinlichsten oder besten. Also würdest du hier davon ausgehen, dass Thresh das hinkriegt? Ich glaube, er muss es nicht hinkriegen, aber ich gehe schon davon aus, dass er das hinkriegt, ja. Na, okay. Wenn er es nicht hinkriegt, gut, happens. Ja. Ich meine, du bist Master jetzt ungefähr, ne? Ja, ich glaube tatsächlich ist die MMR ein bisschen, dadurch, dass ich jetzt ja quasi so eine Winningstrigger bist, die MMR wahrscheinlich ein bisschen drunter. Ja, okay, aber ich meine, also der wird schon wahrscheinlich schon Flashplay hinkriegen und into Lantern, I guess. So. Das sollte hinkriegen. Mhm. Bei deinen Runen hat das Armor dabei, ne? Ja. Sollte ich auch, oder? Würdest du hier MR gehen? Ja, würde ich schon. Nö. Ist nur ein Viertel. Ist halt die Frage, ob man hier Tenacity mitnimmt, aber ich meine, gegen das. Das ist genau das, was ich mir gerade auch. Ich meine, du kannst das, glaube ich, schon riskieren. Ja, wusstest du, dass man das Polymorph blocken kann? Lol, nee, wusste ich nicht, aber macht Sinn, ne? Ist ja ein Projektil. Kannst du die Szene erinnern? Ja, klar, habe ich gern gemacht. Macht Discord wohl selber. Ich war auch noch nicht im Loading Screen. Really? Ja. Wusste ich nicht. Aber Midlane-Matchup ist halt absolut terrible, leider. Yep. Ein guter Jun ist auch sehr gut gegen Nocturne, aber ein schlechter Jun hat tatsächlich super Probleme gegen Nocturne. Aber also er muss halt irgendwie schaffen, mit seiner E von seiner E rauszukommen, und dann muss er irgendwie zurückjumpen, aber ja, das ist schwierig. Ja, ich hatte auch tatsächlich, also ich habe Nocturne als Midlane-Counter zu Yone gespielt. Weil wir, also gegen Yasuo Yone, weil wir ein bisschen Probleme hatten, in Spin die Picks zu beantworten. Mhm. Nocturne ist, glaube ich, ziemlich gut in der Lane. Ja, es war super nice. Aber ja, ist natürlich was anderes, wenn der Yone halt eben mal an Items rankommt, ne? Also du würdest jetzt hier einfach Red anfangen? Nee. Grom nicht machen? Nee. Achso, ja doch. Ich mach Grom nicht. Aber das liegt daran, dass ich zu dumm bin, ne? Also du meinst, also dass du nicht gut genug clearst? Ja, ich clear nicht gut genug. Ich habe überlegt, ob ich mir einfach 2 Stunden Onstream Zeit nehme, nur fürs Clear mit Nocturne zu machen, weil ich offensichtlich ja zu schlecht dafür bin. Weil ich komme nie in 3.15, auch nicht in 3.18 raus. Ich habe aber zum Beispiel bei Kha'Zix gesehen, hast du eben Botset gestartet und Golems gesmited, ne? Ja, das mache ich eigentlich immer. Corki. Du dummer Wichser! Entschuldigung. Aber wird mich jetzt Midlander ja schon komplett wütend machen, ne? Das ist ja irrelevant, oder nicht? 30 Gold? Was? Das ist völlig egal. Der muss den Auto-Attack machen für Level 2. Aber ja, nein, das kriegt er nicht. Na klar. Weil, nee, das dürfen maximal 3 Leute scheren. Ja, aber. War zu viert. Aber ich habe ja nicht gehittet, no? Klick auf deine XP. Ah, du hast recht. Ja. Okay, okay.
Wenn du in der Nähe bist, kriegst du das auch. 4%. Ah, es zählt in der Nähe. Ja, dann habe ich komplett umsonst rumgeschrien. Ist doch schön. Ja. Also tatsächlich wäre das Play halt wegzugehen, aber. Ja. Cross over. Der will mir einen awesome Pool geben. Der wird dir einen guten Pool geben, ja. Das, als Urgott würde ich das ja niemals machen, ne? Willst du dich nicht mal wirklich an einem Full-Clay rantrauen? Also du, das Einzige, was du machen musst, ist halt zweimal Q nehmen und Blue und Grom zusammen machen. Ist eigentlich sehr simpel. Also ist wirklich nicht schwierig. Ja, das sagst du so, ne? Ich probiere dich mal durchzuführen, okay? Also, ich glaube, bis zu den Wölfen wirst du wahrscheinlich alles hinkriegen, weil das ist auch ziemlich simpel. Ist halt nur Blue und Grom zusammen machen. Hättest du hier gewartet für den Pacific? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ich glaube nicht. Aber du hast ja auch gerade andere Dinge zu tun, ne? Also ich teste dich nicht. Gerade eine Sekunde in den Chat geguckt. Naja, das sagen wir immer. Habe ich das jetzt clean aus, also. Also hittest du hier erst den Kleinen oder einen Pullen? Ja, und dann ziehst du die hier rüber und genau, dann machst du das. Ne? Genau, perfekt. Ja. So, und jetzt. Mach mal zweimal Q. Das ist ein Viertel, der wird hundertprozentig nicht. Na gut. Mach mal. Okay, gut. Nice. Da, also bei den Wölfen schaffst du es tatsächlich alle gleichzeitig zu hitten mit der Q. Das heißt, da kann man sogar von links rein Q'en. Okay. Okay, so. Jetzt ist ein Blue, also einer wartet auf dem Blue. Ja. Dann die Grom mit der Q pullen. Ja. Und dann da stehen bleiben. Und einfach jetzt. Bisschen zusammenpullen und jetzt Q und Outtrack. Und auch kannst auch schon mal die Potions nehmen, so wie es relativ low. Smitest du hier was? Nee, ne? Für Krabbe smite. Du könntest die Grom smiten. Einfach damit du direkt instant da bist. Einfach easy peasy 3,18. Ja, wenn das du hast einen super guten Pull, ne? Aber ich meine, ja, zwei, drei weiß. Sekunden halt später, aber. So, hier aktuell gank ich hier eher, statt dass ich instant die Krabbe mache, weil die halt immer so damn open stehen, ne? Mhm. Würde ich auch machen jetzt nach der Krabbe. Ja, aber ich geh hier rum. Ich habe jetzt tatsächlich überhaupt nicht aufgepasst, was der Fiddle macht, aber ich glaube, du hättest ihn auch Double Crab nehmen können. Ich glaube, Fiddle ist im Tribush. Ich glaube nicht. Oder an den Golems? Oder er ist Topside gelaufen, dann zur Krabbe. Da oben hast du gesehen, ne? Dein Raptor, der kommt gerade zu dir. Ja. Na, das kann gut sein, wenn er jetzt flasht. Da sind wir bei einer schwierigen Thematik. Hat er kein Flash mehr vielleicht? Ich möchte an diesen Moment zurückdenken, als wir über den Draft geredet haben. Hier gibt es Cooldown Reduction Boots, ne? Ja, würde ich machen. Oh. That's quite a bummer. Was hat der, wie viel CS hat der Fiddle? Er hat die Krabbe tatsächlich genommen und ist dann erst runtergegangen. Das heißt, er ist jetzt wahrscheinlich. Gott, ich glaube, ich hätte stayen sollen für Flash Flay. Das hätte ich, also auch wenn es jetzt hier Action gibt, an sich wäre das, glaube ich, nicht so gut gewesen. Wenn sie nicht, also wenn du dann doch nichts kriegst, wird es instant gegeben, wenn der Fiddle dafür deine Top-Side nimmt. Boah, Alter. Okay. Ja, ich muss sagen, solche Situationen sind halt super selten, ne? Wo man so eine Entscheidung treffen muss. Erst die Botzeit. Aber er ist auf 36, ne? Das heißt, zwei Cams. Mhm. Der hat Botzeit gestartet. Das heißt, ich kann Topside rein, ne? Nee. Glaubst du nicht? Nee, der kann. Also, der ist ja gerade gestorben, das heißt, er kriegt mit Homeguards, rennt jetzt in seine Topside. Ah, okay. Wenn er nicht gestorben wäre. Wenn er da nicht gestorben wäre und du vielleicht also wissen würdest, dass er ein bisschen delayed ist, ja. Dann ja. Top-Line-Matchup sieht actually sehr gut aus. Mhm. Was ich spare mir da manchmal den Q auf, es ist so sinnlos, weil mit dem Jungle ja gar keine Mana-Probleme mehr hatte, ey. Ja, dachte ich mir gerade auch. Aber du dachtest dir, ach komm, bin ich mal freundlich und flame nicht, ne? Das Ding ist, es macht, glaube ich, keinen Unterschied. Aber es ist halt simpler. Einfach da zu queuen. Und wenn es dich glücklich macht, da zu outdecken, viermal. Ja. Du bist ja währenddessen halt gelaufen, ist das schon fein. Oh mein Gott.
ein guter Killstil. Danke. Nee, ich meine das halt ernst, weil du hast Ultimate Hunter. Der Phil ist hier gleich, ne? Der hat ja wahrscheinlich gerade seine Topside geklärt. Ja, war aus der Base raus. Genau, er ging jetzt entweder Toplane oder ist bei DRK. Da hätte man beispielsweise auch Top-Gang, also gehen können. Ich würde, wenn ich du mal direkt für seine Golems gehen danach, wenn der Jon gleich wieder zurückgeht. Oder du machst du. Ja, also wahrscheinlich hätte ich dafür gehen können, aber der Wavestat-Bot ist ein bisschen tricky, ne? Was ist denn der Revolver? Sind die Base? Das Ding ist, wenn die Base sind, dann wäre es risky gewesen, aber ich glaube, wenn die. Ach, die waren tatsächlich Base, okay. Ich könnte aber Botlane. Könnte mit Level 6 ulten. Die haben keinen Flash, right? Das ist die Frage. Ich meine, der ganze Play ist ja davon abhängig, dass der Flash was macht, ne? Mhm. Oder dass die halt ranlaufen. Oh, ja. Ich hätte die Tristana gehen sollen. So viel besser gewesen. Hat sich dafür noch gehen? Da ist ein Fiddle ohne Ult. Ich denke schon. Ich glaube, der ist wieder Topside gelaufen. Ah, oh, never mind. Nee. Das macht überhaupt keinen Sinn. Er hatte keine Camps da. Die können ja noch. Da wahrscheinlich, ich meine, da kannst du wahrscheinlich einfach auf den Fiddle flashen. Ihr seid in Überzahl. Der dachte das gar nicht contesten. Ja, muss ich sagen, so einen Play habe ich noch nicht gespürt, aber. Rude ist wieder da, ich glaube ich. Genau. Warum wir selbst Reset haben? Ne? Ah, oder, also das geht auch, ja. Das geht tatsächlich. Aber ich glaube, ich wäre jetzt hier so greedy und einfach voll. Ich würde wahrscheinlich einfach voll killen. Weil du hast eine Minute Downtime auf deiner Ult. Du bist halt Nocturne, weißt du, du brauchst nicht unbedingt Items zum Clearen. Deswegen. Ja, true. Ich persönlich mag auch das Item hier nicht so sehr. Also Iron Spike finde ich als Nocturne relativ useless, weil du hast so viel AOE-Schaden. Dass ich nehme viel lieber das, genau, das Item. Really? Ja. Ja, ich meine, die haben Iron Rip auch irgendwie 20 Mal geändert, ne? Genau. Ich kann das halt noch aus. Also, ich spiele sonst eigentlich keine Bruiser. Der. Das ist etwas, was ich nicht tun würde, aber vielleicht kann's. Aber ich spiele viel Urgot, das ist ein Freaky. Ei, yikes, never mind. Ich meine, der weiß ja eh, dass ich gereset habe für Topside, oder? Also, gebe ich eine Infopreis? Ich würde. Nicht unbedingt, es geht nicht um die Info. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, den Killer zu bringen, ist tatsächlich sehr low. Dachte ich mir. Naja. Ich glaube, selbst wenn du die Ulti hat er nicht noch Flash. Und das war keine Ult. Du läufst, also theoretisch läufst du eigentlich einfach nur hinterher. Naja. Wenn er nicht in dich reinläuft, glaube ich, kommt er weg. Aber. Ja, kann gut sein, dass du recht hast. Ich dachte tatsächlich, dass der Urgot, wenn der die Ult trifft, dadurch, dass der Atrox so low ist, ist der Slow halt insane hoch schon. Ne? Ich dachte, dass das quasi reicht. Ich nicht genug Urgot. Ah, ich glaube, ich überschätze einfach Urgot, weil ich ihn so liebe. Jetzt könnte sie wahrscheinlich Top holen. Boah, nee, der hat keine Ult. Das würde ich tatsächlich machen. Really, ey? Wir haben sehr unterschiedliche Matchups einschätzen. Du hast Red Smite und Red Buff. Der kann da nicht rauskommen. Der einzige. Also das einzige Counter, das er hat, ist Fiddlesticks. Oh. Ja. Da würde ich es auch so kümmern. Oh shit. Ah, oh, schade. Oh mein Gott, ich bin auch noch falsch abgebogen. Was? Oh! Keiner sucks. Ich meine, wenn der Urgot einfach wehcancelt und Auto-Attack macht, ist. Ich chill all gut. Ich glaube, ich muss. Ne? Aber ich hab Lust. Das war dumm. Ja, ich glaube, ich hatte Mana für W, oder? Nee, also du hast Mana entweder für Q oder für W. Ja, ich dachte, ich wäre einfach zu slow gewesen. Ah, da war super teuer, ne? Ja. Aber die kriegen zumindest nicht den ganzen Turm. Kann ich einfach durchgehen und für Drake? Kannst du ja. Auf jeden Fall. Was du auch machen kannst, ist durchgehend für die Raptoren, eine Raptoren warten und den Fiddle campen und hoffen, dass er nicht reinläuft. Da quasi. Ja. Das, weil du bist auf jeden Fall ein bisschen früher als der, aber ich meine, es ist ein bisschen riskant. Ja. Du weißt halt nicht, wo die Lulu ist und du weißt nicht, ob er zu den Raptoren geht oder zu den Golems. Aber das weiß ich, so ein Player, das könnte echt gut funktionieren, du wirst instant das Game zurückkriegen. Mhm. Ich meine, ich hab Red Smite up und alles. Ich kann dir da auf jeden Fall. Der wird auf jeden Fall sterben, ja. Der wird auf jeden Fall, also du musst halt seine Q blocken, das ist halt das. Kompliziert, aber. Yikes.
Wie stark ist denn der Jona gerade? Der hat noch nicht sein Ding, ne? Wenn ich so will, ich will das einmal full clearen, reset und dann Bot bei 0. Weil ich glaube, also den Aatrox, den killst du jetzt nicht mehr. Du hast halt kein Red Smite mehr, kein Red Buff vor allem. Und der hat sehr viel Armor. Das heißt, du sollst auf jeden Fall nicht mehr Aatrox ulten. Ja. Außer als Glaube oder so. Ich meine, das sieht an sich auch nicht so bad aus, je nachdem, wo du bist. Aber was? Warum geht der denn nicht raus? Ja. Ja, das ist ein bisschen das Konzept von Phil Sticks, dass man da sein wenig durchkriegt, mein Freund. Lulu ist aber immer noch da, ne? Ja, aber wenn die hier rausgeht, kann ich den killen. Genau, richtig, ja. Nice. Wait, die hat gar nicht getroffen. Die ist immer noch in dem Scheißbusch. Ah, endlich nicht mehr. Okay. Vielleicht kannst du den Ion ja ulten. Kokia, Jinx. Lulu? Der sollte das sterben, oder nicht? Was war das denn? Er hat probiert, den Fiddle, glaube ich, zu. Ja, aber warum geht denn jeder für ein fucking Montage-Play? Spiel doch einfach deinen Schuh runter, Alter. Hast du Stripebreaker? Schon. Ich glaube nicht, oder? Nein. Die Frage ist, darfst du Greenfield und Red? Ich glaube, ich will Greenfield und Red. Aber ich glaube, der Typ ist sehr scary. Nein, ich glaube, dass. Und Fiddle hat bald auch wieder Ult. Oh, ich kotze im Strahl. Entschuldigung. Aber warum wissen die denn nicht, dass er strong ist? Yikes. Mhm. Also der Cocky stand da ohne W. Wait, what the fuck? Er hat ihn einfach bekommen, ne? Wait, er hat ihn bekommen? Ich glaube schon, ja. Das war wahrscheinlich einer der hässlichsten Plays, die ich in meinem Leben gesehen habe, die funktioniert haben. Lol. Also ich bin mir nicht 100% sicher, aber... Okay, also wenn ich beide Camps unten habe, habe ich immer noch nicht Stripebreaker, oder? Nee. Deswegen wäre ich sogar wahrscheinlich für Gromp gegangen oder für Reds. Wait, den kannst du killen. Ah, ne, Mann. Ich hab den Wolf noch. Ich muss einfach noch... Ah, shit, so viel Gold, oder? Was gibt's hier noch zu tun? Botlane ult, maybe? Ja. Ist ein bisschen tricky. Ich glaube, ich nehme einfach Red. Ja. Topside ist Hardcore Lost. Der geht aber auch fürs komplette Trollbild leider gegen Aatrox. Was muss man da gehen? Du gehst einfach Bramble und dann gewinnst du einfach. Achso. Was ihr das einfach. Wer zuerst Bramble baut, gewinnt. Mhm. Super dummes Matchup, aber. Ich werde die Rolands Bramble auf jeden Fall mitnehmen. Jo. Du brauchst XP. Und es könnte ja sein, dass der Aatrox die Camps will. Ich glaube, ich kann nicht die Mitte punishen. Und das. Oh mein Gott. Oh, die TP ist nicht gut. Weil da kommt jetzt Fiddle. Ich würde einfach zu den Golems rennen, wenn ich so wäre. Da gibt's nichts mehr zu tun. Der Ding ist bei solchen Plays, sobald du weißt, okay, der Play ist over, dann ist der Play auch over und dann würde ich nicht noch ein paar Sekunden zugucken. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weil der Play, du machst 100%ig nichts mehr, egal was passiert. Ja. Ja, ich muss sagen, tatsächlich im Draft, ich hätte wahrscheinlich einfach den Corki für mich picken lassen sollen. Weil das Bishop ist halt so hart am Playable und der ist halt obviously auch nicht gut auf dem Champ, aber. Ich meine, ich kann Topside-Cover für Drake maybe kriegen, aber der Aatrox wird einfach Topside paffen und mich halt nochmal killen können, wenn er will. Ich würde auch, glaube ich, lieber die Wölfe nehmen, oder?
Okay, nein, der geht Bot. Da kannst du tatsächlich nehmen. Jo. Vielleicht ist sogar der Herald mit drin. Wenn hier keine Vision ist, dann würde ich einen Ping-Bot reinsetzen. Ja, da ist aber noch ein Ping drin. Halt ein Ping. Ich meine, die haben dich noch nicht gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass die halt einfach nicht auf den Herald schauen. Der Ping-Bot ist out of range. Ist das ein Gefühl oder ist das ein 100% Ding bei dir? Ich bin 100%, die haben dich noch nicht gesehen. Ja. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher gewesen. Ja, wenn man jetzt nicht genau auf den Herald klickt, dann sieht man ja auch nicht, dass er weg ist. Jo. Ich meine, Philipp, müsste. Du blocken kannst, by the way? Achso, den Slighted ja, kann ich blocken. Halt 30% Attack Speed. Well, this kind of sucks. Hm. Für den Ulten, oder? Für den Ulten. Ich glaube, du killst den. Okay, nochmal. Du wirst ihn nicht gekillt. Boah, Junge, das ist aber. Also, dass der Aatrox in dem Matchup so ahead kommt. Kein, das sucks. Der hat das Shitboard. Vielleicht kann Kaufen Top in die Bühne, der kann Ulten. Er kann einfach den Weg kennst du nicht. Das ist das Ding. Junge, Junge. Uff. Kinder Yikes. Was gehst du als zweites? Mittlerweile Black Cleaver. Ich habe früher immer Stealth gespielt. Mhm. Aber seit du meintest, Black Cleaver ist nice, habe ich es ein, zwei Mal gespielt für 10. Insanely strong an. Ja, schön. Seit. Pretty doomed, ne? Mhm. Ich meine, die Golems sind, glaube ich, die gehören Aatrox. Vielleicht kannst du auf Horn fahren. Oder erstmal die Lulu killen. Oder auch nicht. Da bin ich früher Cure. Ich hab jetzt da Strikebreaker zuerst und dann Cure. Da kommt's auf jeden Fall ran. Okay. Ist sehr knapp. Okay. Okay, noch ein Flash. Ja, ich meine, 600 Shutdown ist auf jeden Fall nice. Ich mein, das ist ein Play, den ich nicht nehmen würde, wenn es nicht so desperate wäre. Mhm. Ich meine, wir scalen halt insane mit Corki, ne? Das ist jetzt nicht so, als wäre Yone late schwach. Oh. Gegner trollen aber auch. Ja, aber ist auch, also keine Ahnung, dass der Flash jedes Mal für diese, vielleicht flasht sie links, rechts oder so. Meinst du, Ludo hat noch irgendwas? Oder kann ich da reinholen? Da, guck mal, also ich würde halt auf sie klicken. Heute. Ja. Heute. Ich glaube, das kann funktionieren. Ich würde es probieren. Stacks, Sharpbreaker, da kommt sie nicht raus. Was? Der Pill ist unten irgendwo im Drunk. Ah. Boah, ich glaube, da klebt sogar, oder? Wie kann das? Wenn die rein bleibt. Nein. Alter, okay, das ist impossible. Das ist einfach impossible. Das ist halt spielbar, wenn er den Instant flippt, ne? Ja, oh, maybe. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ihr, wenn ihr zu dritt auf dem Aatrox bleibt, hinten halt, ja, und die Vayne hinten darf, ich kann mir das schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich glaube, ich kann aber im Endeffekt den, ich hatte den eh auf den Aatrox, aber ich habe nicht, ich hätte Stridebreakern sollen. Ich dachte nicht, dass der mir mit Ult einfach davonrennen kann, ne? Ja. Ich glaube, tatsächlich hätte es keinen Unterschied gemacht, weil der, oh Gott, nicht mitgeholfen hat. Ah ja, aber vielleicht können die dann den Yone ja killen. Ich hab die Yone Ult gespatialt. Ich dachte, das wäre absolut insane, aber der ist einfach trotzdem hinter mir rausgekommen, weil der andere da stand. Das ist ja sehr frustrierend. Wait, ist das aber nicht so, dass er trotzdem neben dir ankommt? Ist das so? Du kriegst halt nur keinen Schaden, glaube ich. Dann. Ich dachte halt, der fliegt durch, weißt du, und dachte mir so, oh mein Gott, insane Play. Nee, ich glaube, der landet neben dir, knockt dich aber, also macht halt nichts. Das passiert ja. Das ist tatsächlich bei Leona auch so, by the way. Okay. Ich weiß, wenn ich du. Vielleicht kannst du Toplane killen. Wer ist denn das? Ich hab nicht aufgepasst. Ja. Vielleicht mit der Helden davor, weil der wird jetzt ablaufen. Boah, meinst du, der geht? Ich glaube, ich gerade kein Strikebreaker, kein Shieldbreaker, mein. Na, aber meinst du? Aber es ist super risky, du bist halt super, also du bist super unlevelt, aber. Die Frage ist, wo setzt du den ab? Deswegen mit dem ist halt. Darfst du den nicht durchpushen, ne? Hm.
Ich glaube, wenn du jemanden in der Nähe hast, kannst du den schon ulten, den jemand auf ist. Ja. Also wenn der Top-Lane wäre, weil dir fehlt halt nur Schaden. CC kriegst du immer durch. Komm. W-canceln, W-canceln. Ich weiß nicht. Yikes. Du benutzt den Stripe-Picker zu selten. True, ja. Ich glaube, du hättest einfach die Yone mit Stripe-Picker dodgen können. Ja, auf jeden Fall. Dass der danach noch so umhampeln durfte. Okay, das war schon so eine Situation. Ich glaube, dieser Turm ist fast unmöglich zu verteidigen. Wenn ich das richtig mache. Dieser Turm, ja. Das ist eigentlich, würde ich sogar hier, wenn ich du wäre, legit einfach top pushen. Man kann es probieren, um zu hoffen, dass sie ihn halt mitspielen, aber das ist ein Fiddle. Ja. Okay. Ja, du hattest was Wahres dran. Ja. Das Game ist, glaube ich, durch, so. Ja, sieht gut over aus. Mhm. Nächste Runde mit Blindfold? Ja, gerne. Also das Early hat mir aber, also das Ding ist, das Early hat mir gefallen, also dein Clear, by the way, ich hoffe, du traust dich jetzt auch normal zu clearen. Ja, aber, ja, ich meine, so ein absolut Deluxe-Pull kriegst du aber halt von Top-Lane normalerweise. Aber also okay, das dauert ein paar Sekunden länger, damit. Es ist trotzdem, du musst ja nicht die Krabbe machen, direkt danach, du kannst danach trotzdem weitergehen. Aber wenn wenn der Enemy-Jungler Topside startet, dann ja, aber wenn der Botside startet, dann ist die Krabbe ja contested, dann kann ich ja nicht so lange chillen, ne? Der ist die Krabbe contested, aber der kriegt die Krabbe ja nicht gewonnen. Das heißt. Aber ich hätte ja keinen Smite mehr ab, weißt du? Ja, das ist ja nicht schlimm. Du fightest dann halt einfach. Das ist Level 4 gegen, normalerweise gegen Level 3, wenn er so früh an der Krabbe ist. Außer ist es halt irgendwie ein Odi oder so, die schaffen das tatsächlich Level 4 an der Krabbe zu sein. Ja. Ja, ja, es ist true. Ich glaube tatsächlich, dass, als ich Top-Lane für den Aatrox gegangen bin, ne? Ja. Ist das Game so ein bisschen ja collapsed, aber das ja, lag genau, auch daran, dass ich danach nochmal den Kill gefeedet habe. Das Ding ist, du bist ja auf den Fiddle gegangen, ne? Ja. Und das, ich glaube, das ist ein gutes Play, das zu machen. Ich glaube, das wird auch funktionieren. Du musst halt sein Q-Spell schieben, das ist alles. Und wahrscheinlich wahrscheinlich muss es dunkel machen, mit Q in ihn reinlaufen. Willst du kurz ins Replay, ja. Dann kann ich dir sagen, wenn man das macht. Ja, ja, makes sense, aber lass uns trotzdem gerne rein. Dann habe ich gar nicht gedacht. Dann die Nike hat den Artbox-Move, ne? Also das ist nicht mal so relevant. Es geht nur um den Viertel, weil du killst ihn da immer, wenn du gut spielst. Hm. Und dann kannst du wahrscheinlich einfach auch wegflashen, so. Ja. Vom Artbox und dann vielleicht könnt ihr den Tori-One ein bisschen runterkiten. Du kommst ja auch gerade in Loading Screen, ne? Ich bin mir nie 100% ja. Sicher, ob du das Richtige siehst. Das war, glaube ich, Minute 9 oder so? Ja. Nee, 8, glaube ich, 7. Ja. Doch, da. Genau, da vorne. Also genau, kurz Pause. Meinst du hier, ne? Also ist, die Idee war ja, Aatrox zu ulten, und ich glaube, die Idee ist auch gut. Ja. Ich meine, du hast mir zu dem Zeitpunkt nicht vertraut, dass es funktionieren wird. Wie gesagt, der einzige Counter für die ist Fiddle. Okay, du siehst Fiddle. Und das heißt, in der Sekunde, wo du Fiddle siehst, solltest du wissen, okay, ich muss den All-In. Sonst, ich meine, sonst kannst du ja nicht, also kannst du hier eh weggehen. Das gibt kein anderes Play außer Fiddle All-In. Ja. Und so, das heißt, du machst jetzt erstmal dunkel, dann Q'st du ihn und dann E'st du ihn. Dann, das ist jetzt der schwierige Part, musst du seinen 4 musst du blocken. Das heißt, du darfst deinen 4 nicht verwenden. Bis hier habe ich meinen. Ja, und ich habe mein Spellschild einfach mega gewastet. Genau. Und dann, sobald er flasht, sollst du halt hinterher. Deswegen musst du halt auch früh ulten, damit du nicht eine Sekunde Cast-Time hast. Ja. Und dann kommst du eigentlich immer hinterher und killst ihn wahrscheinlich. Ich meine, er hat einen Stop-Push, das habe ich mir gar nicht gedacht. Ja, das ist tatsächlich nicht so easy, weil du musst halt schon Melee-Range seine 4 blocken. So. Ja, aber ich meine, selbst wenn ich nicht den, also der Uhr ist auch ein absolutes Stück Code, aber selbst wenn ich nicht den 4 blocke, wenn ich hier am Anfang, mein Space spielt einfach nicht völlig wasted, selbst wenn ich am Ende nur den E blocken würde oder so, kriege ich ja trotzdem noch den extra Attack Speed und hab den Kill. Und wahrscheinlich, wenn ich hier, ich meine, ich mache ja auch ein echt beschissenes Upwalking, ne? Also ich mache mein Auto-Attack nicht.
Also ich waste ja ein Auto-Tech. Das ist nicht so schlimm. Ich meine, das ist halt eine Wand. So, das macht das Ganze ein bisschen awkward. Deswegen schafft er das auch, glaube ich, über deine E zu flashen. Sonst würde er es nicht schaffen. Ja. Aber ich glaube, ja. Also ich meine, hier einfach Q, Auto-Tech, E. Stattdessen mache ich E, W, E, da war aber sogar der Auto-Tech. Der Flash von ihm ist eigentlich auch relativ gut. Ja, ich denke, im Endeffekt einfach nichts zu ulten. Tatsächlich, ja. Das ist das Allerwichtigste. Dann willst du wahrscheinlich auch eine Sekunde oder zwei kaufen, bis der Aatrox moved. Ja. Bis er es realisiert. Aber ja, das ist alles. Ich glaube, das Play hat das auch so ein bisschen geturnt, das Game. Ich meine, ich habe halt Botside Jungle Up. Die Alternative ist ja in dem Moment, also jetzt die Alternative zum Play. Ja, das ist ja das, was du machen wolltest ja eigentlich. Ja, ne? Aber die Alternative zum Play ist ja auch scheiße, weil der stirbt um 100%, weil der hat kein TP. Genau. Der Fiddick kommt, die haben Herald. Im Endeffekt ist der Turm einfach weg. Richtig. Und ich wäre hier runtergegangen, aber Botside habe ich ja auch nichts so, ne? Also die werden sich hier jetzt hier nicht. Bei actually sind also, die komplett. Also du würdest halt 4 Camps plus Dragon kriegen und maybe, wenn jemand von den Intent noch einen Kill, aber das ist. Also es wird immer weniger worth sein, weil die halt den ganzen Turm kriegen. Aber das ist, also beides, ich glaube, deine Idee runterzukriegen ist tatsächlich eine gute Idee. Ich glaube, das hättest du wahrscheinlich im Nachhinein machen sollen, weil Ogre so weak ist. Aber du kannst halt, wenn du es insane spielst, kannst du es auch claimen. Und tatsächlich, wenn der Ogre das einfach decent spielt, stirbt der Fitter da trotzdem, ne? Also der macht mit, wenn der einfach Auto-Check statt W macht, ist trotzdem Kill. Na, und hier hatte ich, wie viel kostet Mana kostet denn der Scheiß? 50 und ja. Nee, ist halt mir 24 Mana. Ich hätte wahrscheinlich einfach hier im Jungle chillen sollen, damit ich das Mana habe. Ja, true. Ja, aber das sieht schon hart nach Int aus, ey. Das ist, glaube ich, echt sehr easy für die. Also in welcher Welt soll ich das überleben? Okay. Ja, ja, ich meine, im Endeffekt ist es ein Game mit hart losing Midlane Matchup und einer Vayne, aber es sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ne? Der Thresh hat halt leider Botlane viel bekommen. Viele Kills. True, ja. Wenn die an Vayne gehen, geht vielleicht mehr. Aber die Botzeit ist währenddessen auch noch gestorben, ne? Shut down. Ich bin 1 für 1. Ja, okay. Die Vayne wurde gedived. Aber der Waveset ist halt absolut stimmt. Disaster. Ah, ich glaube, das ist feinisch. Ja, die Lulu Push. Ja, sehr nett. Ja, okay, cool. Danke dir aber trotzdem auf jeden Fall. Ich muss sagen, so Sachen wie zum Beispiel da oben, du hast ja mega recht, wenn ich für den Aatrox gehe und der Fiddle nicht da ist, kann er das ja nicht überleben. Es gibt ja quasi keine Welt, wo er das schafft. Es gibt eine Welt, wenn der Aatrox, also wenn du wieder dein W nicht gut benutzt, wenn er dich halt einfach zurückschickt sozusagen. Ja. So. Das ist das einzige Kontrolle. Aber der Grund, warum du den killen kannst, ist legit nur Red Buff. Das ist der einzige Grund. Ja. Sonst ist das, glaube ich, super hart.